Ja, hallo liebe Fans, willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Heute mal in einer etwas anderen Konstellation mit mir als Pressesprecher und wir haben den lieben Conny dabei, unseren Dauerbrenner. Ja, ich werde dem Conny die Fragen, die ihr stellt, heute vorlesen und da fange ich jetzt gleich mal sofort an. Da hätten wir schon mal eine schöne Frage hier. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Fußball zu spielen, Conny? Also im Vorhinein will ich mal sagen, ich finde es sehr schön, dass du heute mein Pressesprecher bist, Kevin. Da fühle ich mich sehr wohl hier und kann die Fragen super beantworten. Das Danke, also freut dass du die mich. Zeit genommen hast. Sehr Gell? gerne, für dich immer. Also zu der Frage, ich habe mit 4 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Und ja, es macht Riesenspaß, jetzt immer noch jeden Tag am Platz zu stehen, einfach das zu machen, was ich liebe, sage ich jetzt mal so, und was mir einfach Spaß macht. Schön, sehr schön. Auch eine schöne Frage. Was vermisst du, ja, aus Österreich am meisten im Moment? Am meisten, ja, wir in Österreich haben ja sehr schöne Berge, eine sehr schöne Landschaft, die ab und zu vielleicht dann schon ein bisschen abgeht, muss ich sagen. Und vielleicht das ein oder andere österreichische Gericht, was ab und an mal fehlt, aber schlussendlich fühle ich mich hier sehr wohl. Und ja, es freut mich einfach hier in Leipzig zu sein. Sehr schön. Machst du gut. Freut mich. Was wird das Erste sein, was du machst, wenn wieder Normalität einkehrt? Das Erste, ja, ich glaube einfach das Ganze ist einfach. Ich werde mich mit meiner Freundin im Café sitzen und ich glaube mal 5 Cappuccino hintereinander bestellen, bis, ja, ich sag mal, keine Zeit mehr dafür ist oder bis mir der Kaffee nicht mehr schmeckt. Einfach mal wieder die ganze kleine Normalität zurückzubekommen, am Abend einfach was essen zu gehen, mit ein paar Freunden was essen zu gehen, einfach wieder Spaß zu haben, mit ein paar Leuten zu treffen. Einfach, ich sag mal, die ganze Normalität, was einfach vorher so ganz normal für jeden war, dass die einfach wieder ein bisschen zurückkehrt. Das geht mir schon ab, ich glaube, wie jeden anderen auch. Und ja, ich hoffe, dass das auch so schnell wie möglich oder so schnell es geht, sage ich jetzt mal, ganz langsam wieder zurückkommt. Wir haben jetzt hier eine gute Frage von Sebastian Schellbach. Wer aus der Kabine müsste am ehesten zum Friseur? Ja, ich glaube, da sitzt einer neben mir, da, wenn man alle mal kurz anschaut, da hängen Ich die Haare wusste, ich schon wusste. sehr lang. Also, ich glaube, da brauchen wir nicht viel drüber rumreden, Kevin. Aber ich glaube, wenn die Dinger wieder offen haben, glaube ich, solltest du der Erste sein, der was da mal kurz Definitiv. Besuch macht. Gebe ich dir recht, ausnahmsweise mal. Finde ich schön. Ja. Okay. Wie war es, mit Tottenham einer der Favoriten aus der Champions League zu werfen? Ja, natürlich ein unglaubliches Gefühl, glaube ich, im Champions League Achtelfinale so einen Top-Gegner rauszuwerfen und da einfach eine Runde weiterzuziehen, was für uns alle, glaube ich, neu war, was für den Verein neu war, für jeden einzelnen Spieler neu war und für die ganze Stadt und Fans neu war. Es war ein unglaubliches Gefühl hier vor vollem Haus. Nochmal mit so einer grandiosen Leistung, sage ich jetzt mal, mit 3-0 hier Tottenham, sage ich mal, zurück nach London zu schießen und einfach ins Viertelfinale einzuziehen. Es macht einen schon sehr stolz und ich hoffe natürlich, dass wir dann auch heuer irgendwie noch dann das Viertelfinale spielen können und dürfen. Und ja, ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man im Champions League Viertelfinale steht. Auch eine interessante Frage hier finde ich von Julius Grössler. Seid ihr für oder gegen Geisterspiele? Also bist du dafür oder dagegen? Ja, natürlich wollen wir immer natürlich mit Fans spielen und hätten gerne natürlich Zuschauer im Stadion, aber für uns ist natürlich alle wichtig, dass es dann einfach wieder weitergeht. Ob es dann am Anfang dann mit Geisterspielen ist, dann ist es so, dann werden wir das akzeptieren und müssen das akzeptieren. Das ist natürlich nicht unsere Vorliebe, sage ich jetzt mal, vor leerem Publikum zu spielen. Wir hätten natürlich gerne unsere Fans immer dabei, aber natürlich wollen wir einfach, dass die Bundesliga weitergeht, weil es einfach für sehr viele Vereine einfach wichtig ist, dass es weitergeht. Und ja, es müssen andere entscheiden, sage ich jetzt mal, wie, wann und wie es dann weitergeht, einfach, sage ich jetzt mal. Und wir als Mannschaft oder ich als Spieler hoffe einfach, dass in naher Zukunft dann einfach weitergeht. Ob es dann Geisterspiele sind oder nicht, müssen andere entscheiden. Bringst du es auf den Punkt hier, Conny. Sehr gut. Weiter so. Warum trägst du die Nummer 27? Gibt es einen Grund? Gibt einen Grund, eigentlich einen ganzen einfachen Grund, weil ich am 27. Mai Geburtstag habe. Und darum Okay. trage ich die 27. Also, wenn du noch ein Geschenk für mich hast, Kevin, gell, ist bald soweit. Sehr gut. 27. Mai, gell? Ich werde bald 23. Ja. Wolltest du das einfallen lassen, weil wir es für mich? Ja, mache ich doch jedes Jahr. Kannst du jetzt auch mal hier erwähnen. Also. So, machen wir mal weiter. Hast du einen Lieblingsgegner im Fußball, gegen den du bis jetzt am liebsten gespielt hast, oder? Also im Training immer gern gegen dich, weil das ist immer sehr leicht natürlich.
Okay. Nee, das war also Okay. immer ein harter Brocken, aber nee, Ja. für mich so persönlich gibt es nicht wirklich einen Lieblingsgegner. Schlussendlich, egal wer gegenüber von mir steht, ich will gewinnen. Ob es Bundesliga ist, ob es Champions League ist, ob es Europa League ist, ob es DFB-Pokal ist, ob es im Freibad ist und wir da 5 gegen 5 kicken, ist mir eigentlich schlussendlich egal. Ich will schlussendlich dann gewinnen und so ein Typ bin ich halt. Und ja. Das sieht man auf dem Platz. Sehr gut, Conny. Okay, so, ich schau mal eben. Ah, hier ist auch eine coole Frage. Ist Kevin Campbell ein besserer Fußballspieler oder ein besserer Pressesprecher? Aber ich muss ehrlich sagen, du machst nicht schlecht als Pressesprecher. Ja, Also ich bin vielleicht wirklich wäre das was für die positiv Zukunft. überrascht, aber ich wusste ja immer schon, dass du viel gern redest, sag ich jetzt mal, und das kannst du auch, muss ich zugeben, aber ich glaube, wenn du das noch ein paar Mal machen würdest, dann könntest du da vielleicht ein zweites Stammbein aufbauen, aber zurzeit, glaube ich, als Fußballer bist du noch gut unterwegs, du bist noch immer sehr spritzig, wie man heute im Training gesehen hat, das gefällt mir natürlich, und Dankeschön. darum hoffe ich, dass du noch ein bisschen, ein paar Jahre Fußball spielst und dann vielleicht, weißt du, so als Pressesprecher, wie Ja. gesagt, reden kannst. Wäre eine Option, auf jeden Fall. Ja. Schauen wir mal. Okay, was hat dich motiviert, Fußballprofi zu werden? Was heißt motiviert? Wie ich vorher schon gesagt, ich glaube, es hat einfach für mich immer riesen Spaß gemacht, einfach Fußball zu spielen. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass ich vielleicht nicht ganz so schlecht bin in dem, was ich mache, und dann einfach immer weitergemacht. Und schlussendlich war es dann einfach immer ein Traum, als ich ein kleiner Junge war und im Fernsehen gesehen habe, wie da Leute einfach, wie die Profis einfach vor vollem Haus im Stadion gespielt haben, war das einfach ein Traum von mir, dort auch irgendwann mal aufzulaufen. Und dafür habe ich einfach jeden Tag dann hart an mir gearbeitet, immer alles reingeworfen, in jeden Training, jeden Spiel. Das mache ich jetzt immer noch genauso, dass ich dann auch irgendwann mal einfach in ein volles Stadion reinlaufe. Und mein Traum hatte ich somit erfüllt, sag ich jetzt mal. Ich bin jetzt 22 Jahre, ich habe ein paar Spiele schon am Buckel und ich hoffe, dass noch viele, sag ich jetzt mal, draufkommen, weil es macht einfach riesen Spaß, einfach Fußball zu spielen, und ich möchte mich einfach weiterentwickeln und ein besserer Mensch, besserer Fußballer werden in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Und ja, sage ich mal, ich bin natürlich froh, dass ich meinen Weg dann genauso passiert ist, wie ich mir eigentlich erträumt habe, sage ich jetzt mal, und jetzt hier bin, wo ich bin. Sehr gut, Conny. Was ist das lustigste Erlebnis, das du mit einem Teamkollegen hattest? Gibt es da eins? Ein besonderes, was dir mal passiert ist im Fußball? Es gibt, glaube ich, immer im Fußball viele lustige Ereignisse. Hier gibt es ja nicht ein bestimmtes, was mir gerade jetzt mal in den Kopf reinschießt, aber ich glaube, wir haben jeden Tag ein paar kleine Highlights, manchmal ein paar größere Highlights dabei, was ein Lacher gut sind. Das ist mal jetzt gerade zur Zeit. Ist einfach schön, wieder ein paar Teamkollegen zu sehen und mit denen einfach wieder Spaß haben, draußen am Platz zu kicken. Und da lacht man immer wieder und hat immer wieder ein paar lustige Szenen dabei. Aber es gibt nicht wirklich so eins, das mir jetzt genau reinschießt und ich sage, boah, das war der Mega-Hammer. Okay. Schauen wir mal. Okay, hier ist mal eine ganz andere Frage. Was zockst du am liebsten in deiner Freizeit auf der Playsee? Gibt es da was, was du am liebsten spielst? Also ich muss schon sagen, dass es immer noch Fortnite ist. Okay. Ich wechsle immer mal kurz, so FIFA habe ich mal kurz gespielt, Call of Duty habe ich mal kurz gespielt, aber Fortnite spiele ich jetzt schon seit fast ein Jahr mit Freunden, und ja, es macht schon sehr viel Spaß, das Spiel. Und ja, egal in welchem Spiel, gegen Kevin verliere ich nie auf der PlayStation, das Also ich spiele weiß nie mit Conny, weil er einfach wirklich zu schlecht ist bei Fortnite für mich, weil ich da einfach Wir haben ein paar paar Mal Nummern gespielt mit besser Kevin, ob es Mario Kart ist und Nintendo Switch, weiß ich noch, gute alten Zeiten. Ich glaube, da war er immer Letzter, aber ja, es wird noch. das stimmt. Also ein guter Pressesprecher im Fußball, dafür sind wir ja froh. Das stimmt. Ja, bei zwei Kindern hat es nicht mehr die Zeit dafür da. Okay, Winter in Österreich, auf Ski oder auf Board? Eindeutig auf Ski. Okay. Kurz und schmerzlos. Okay, schauen wir weiter. Gibt es einen Spieler im Team, der immer Streiche macht? Streiche nicht wirklich. Also ich glaube, aufziehen tun wir uns alle gegenseitig ein bisschen. Aber so richtig so ein Streich können die mir jetzt nicht wirklich erinnern. Also mir ist noch keiner passiert, also bei mir hat es noch keiner gemacht. Das stimmt generell, glaube ich, gar nicht so bei uns, oder? Nee, also ich kann mich nicht erinnern, dass du jetzt irgendeine Streiche spielst. Naja. Schauen wir mal weiter.
Gibt es Sportarten, an denen du noch interessiert bist, außer Fußball? Ich schaue sehr gerne Basketball. Ist zwar immer sehr spät am Abend, aber verfolge ich sehr oft, sage ich jetzt mal. Und interessiert mich auch sehr. Ich habe jetzt auch dieses Jahr Football, alle Playoff-Spiele geguckt, was sehr interessant war. Ja, die zwei Sportarten interessieren mich eigentlich schon noch auch sehr. Ja, gut. Okay, hier ist noch eine Frage. Mit wem im Team kommst du am besten klar? Muss Ja, man sich lange Kevin. überlegen. Ich weiß, du hättest gerne, dass ich jetzt Kevin sage, Nein, aber. ich weiß die Antwort, das meine ich damit. Ja, so. Mit Timo mache ich schon sehr viel und komme gut mit ihm klar. Also, wir ziehen uns auch gegenseitig öfters mal Das ist auf. eine Hassliebe. Eine Hassliebe, wir Timo streiten Werner auch und mal Konrad gern. Leimer. Aber ja, so ist, glaube ich, ja. Es gehört dazu, aber wir Ja. machen schon sehr viel miteinander, ja. Schön. Ja, also es waren jetzt sehr viele Fragen und viele beantwortet, viele gut beantwortet. Ich glaube, wir können langsam dem Ende entgegenkommen. Hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht, Conny. War War sehr sehr schön. schön. War mal eine gute Erfahrung für mich und hast das sehr gut gemacht, hast einen sehr guten Job gemacht. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, bleib gesund für die Saison. Ich hoffe, dass es bald weitergeht und an die Fans. Wir hoffen natürlich, dass es ja, dass ihr bald auch wieder ins Stadion dürft, auch wenn es im Moment nicht so schön dann sein wird, von zu Hause aus zuzuschauen. Aber wir werden alles geben, um ja, erfolgreich zu sein. In dem Sinne, danke und auf Wiedersehen. Danke, so ein super Preissprecher hatte ich noch nie, ich will immer den haben.